So klingt es, wenn ich 120 Puls habe. Nee, jetzt mal im Ernst. Heute geht es um Luftfederungen am Fahrzeug. Warum, weshalb, wieso, wie das Ganze funktioniert, wann es Sinn macht, all das. Wenn dich das interessiert, dann bleib sehr gerne dran. Ja, damit ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und heute geht es um das Thema Luftfederung. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt zu dem Thema Camping, alles was irgendwie Wohnmobile betrifft, dann sehr gerne den Kanal abonnieren, Glocke drücken, dann verpasst ihr kein Video mehr bei Fan for Van. Heute geht es, wie gesagt, um das Thema Luftfederung. Und naja, da ist mir ehrlicherweise ein Fehler passiert. Ich habe nämlich mal ein Video gedreht zu dem Thema Hubstützer an meinem Wohnmobil und da habe ich ganz viele Zuschriften bekommen, wo er mich gefragt hat, warum hast du das Ganze nicht mit einer Luftfederung gemacht? Das ist so ein bisschen, es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Systeme und ich habe das aber total verpennt in meinem Video zu erklären. Jetzt wollte ich das nicht im Nachgang irgendwie nur theoretisch machen und wollte es jedem irgendwie schreiben und habe mal geguckt, wer in meinem Umkreis irgendwie sich eine Luftfederung einbauen lässt und heute ist es endlich soweit. Der Markus, der macht das nämlich, also nicht ich, sondern der andere Markus, keine Angst, ich bin noch nicht schizophren, zumindest gehe ich davon aus. Und der Markus, der baut sich eine Luftfederung in seinem Fahrzeug ein und da darf ich heute ein bisschen über die Schultern schauen. Übrigens heute bei der Firma Allround, an der Stelle auch nochmal vielen Dank an die Jungs und Mädels von Allround, denn das ist auch nicht selbstverständlich, dass da einfach mal so ein YouTube-Dödel irgendwie kommen darf und da überall sich in den Weg stellen darf. Das ist eine Firma, die machen so, ich möchte fast sagen, so Spezialanbauten für Wohnmobile, aber nicht nur für Wohnmobile, sondern für jegliche andere Fahrräder. Wenn du irgendwelche schweren Lasten mitnehmen musst, dann kümmern die sich so um so Individualausbauten, kümmern sich aber eben auch um Auflastungen und lauter so Themen. Deswegen sind wir heute hier bei einem sehr spannenden, naja, wirklich tollen Ansprechpartner hier. Und wie gesagt, ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man da einfach so mitmischen darf und da einfach mal mit reinfilmen darf. Und bei uns geht es heute um folgende Themen in diesem Video. Zuallererst möchte ich mal mit euch besprechen, was ist überhaupt eine Luftfederung, warum ist die interessant und welche Erwartungen hat man an so eine Luftfederung. Danach dürfen wir, wie gesagt, hier mal mit reinschauen, dürfen ein bisschen über die Schultern gucken, wie funktioniert der Einbau, wie ist das Ganze angebracht am Fahrzeug, wie kann man das nachträglich in seinem Fahrzeug einbauen. Und dann gehen wir direkt in den Praxistest. Und das ist natürlich auch mega spannend, um zu sehen, erfüllen sich denn jetzt die Erwartungen und die Wünsche von Markus? Und wir werden es auch noch mal ein bisschen vergleichen mit den Hubstützen von meinem Kastenwagen, wenn es um das Thema Nivellieren geht. Und jetzt würde ich sagen, nicht mehr lang gebabbelt. Wir gehen rein in die Halle und gucken uns mal an, was ist denn überhaupt so eine Luftfederung. Kommt mit. Warum jetzt eigentlich eine Luftfederung? Naja, das ist ganz einfach. Der Markus hat hier ein Allradfahrzeug und da der ist schon mit 3,88 Tonnen zugelassen, aber trotzdem stößt er damit immer noch an die Grenzen. Das bedeutet, das größte primäre Ziel ist, das Fahrzeug aufzulasten. Deswegen an der Hinterachse Luftfederung. Damit erhofft er sich auf 4,4 Tonnen zu kommen und damit erweiterst du natürlich enorm deine Zuladung. Ein weiterer Effekt wird sein, dass du damit leicht nivellieren kannst. Ich betone leicht, weil du natürlich in der Lage bist, wenn du irgendwie ein bisschen schräg stehst, hinten nochmal aufzupumpen. Solltest du vorne auch eine Luftfederung haben, kannst du das natürlich auch vorne machen. Haben wir in dem Fall nicht. Das Ganze gibt dir dann natürlich auch nochmal ein bisschen mehr Freiheit bei schwierigem Gelände. Das bedeutet, du kannst dein Fahrzeug hinten aufpumpen, kannst dann langsam fahren. Damit hast du nochmal mehr Bodenfreiheit. Das Ganze geht natürlich nicht bei Vollspeed auf der Autobahn. Aber wenn wir schon bei der Autobahn sind, selbst wenn du da normalen Zustand fährst, hast du jetzt eine ganz andere Federung, ganz anderen Fahrkomfort. Warum? Jetzt, wenn du wirklich so an den Grenzen bist, dann liegen die Federn auf. Dann hast du also nicht mehr viel Federweg und das bedeutet, dass das alles sehr ruppig wird beim Fahren. Und das soll jetzt eben alles anders werden, denn jetzt bekommen wir wieder diesen Federweg und damit kann man natürlich viel kompensieren. Und da sind wir mal gespannt, ob das dann am Ende auch wirklich so funktioniert. Generell soll die Fahrstabilität viel höher sein, zum Beispiel in puncto Seitenwind, wenn man einen LKW überholt. Fangen wir jetzt aber mal ganz von vorne an. Es gibt zwei verschiedene Arten von Federungen. Einmal die Vollluftfederung. Diese übernimmt neben der Aufgabe der Federung gleichzeitig auch die tragende und radführende Funktion. Und dann gibt es die Zusatzluftfeder, die wir uns heute ansehen. Wir sehen uns das Ganze erstmal bei meinem dreckigen Fiat Ducato an, sorry dafür, aber man sieht hier die Blattfeder sehr, sehr gut. Und wenn ich hier das Gewicht drauf lasse, erkennt man, dass zwischen dem sogenannten Anschlaggummi und der Feder nicht mehr viel Spiel ist. Ist das Fahrzeug jetzt komplett beladen und man fährt über schwierige Straßen, dann kann man sich vorstellen, dass hier der Anschlaggummi seinem Namen alle Ehre macht und dann werden alle Unebenheiten eben direkt 1:1 auf die Karosserie übertragen.
Ja, und jetzt wird auch der Name Zusatzluftfederung klar. Man tauscht einfach diese Anschlaggummis gegen Luftfederungen aus und diese ergänzen dann die bestehenden Blattfederungen in ihrer Funktion. Sprechen wir noch kurz über die Kosten. Und die sind natürlich abhängig davon, welches Basisfahrzeug hast du und möchtest du das Ganze nur auf der Hinterachse oder eventuell, wenn das überhaupt möglich ist, auch auf der Vorderachse anwenden. Und dann hängt es noch an dem Hersteller. Hier gibt es zum Beispiel Goldschmidt oder Linepe. Und wir verbauen heute bei dem VW Crafter die VB Air Suspension und die kosten für die Hinterachse mit allem, was man dazu braucht für den Einbau, ca. 1300 Euro plus die entsprechende Arbeitszeit und die liegt so zwischen 5 und 7 Stunden. Auch das ist natürlich wieder stark vom Fahrzeug abhängig. Also der Holger hat jetzt alles vorbereitet. Das bedeutet, wir haben hier, naja, außer das hier, so ein bisschen die Innenabteilung. Das bedeutet, wir haben hier den Kompressor, wir haben hier das Bedienteil oder auch die Steuerung später. Hier sind die Luftschläuche, glaube ich, sagt man. Keine Ahnung. Also halt die Dinger, die dann die Luft verteilen. Und und das sind dann die Babys hier. Die sehen so ein bisschen aus wie so Lego-Reifen, aber ich glaube, das soll nicht das Ziel sein. Das ist also dann außen, was an die Achse rankommt. Markus, jetzt kann... Du machst ja meine Arbeit jetzt. Ich mache gerade deine Arbeit, genau. Ich bin fertig. Du kannst losfahren. Ja, so schnell geht es am Ende leider doch nicht. In diesem Bild sieht man ganz gut die Anschlaggummis beim VW Crafter. Die sehen etwas anders aus als bei meinem Fahrzeug, haben aber dieselbe Funktionsweise. Diese müssen jetzt raus montiert werden. Wie wir schon gelernt haben, kommen an diese Stelle die Luftbälge rein. Und die müssen noch mit den Halterungen vorbereitet werden. Für mich total faszinierend, wie so ein Mini-Blasebalg so viel Gewicht am Ende wirklich halten kann. Das finde ich wirklich sehr, sehr interessant. Im nächsten Arbeitsgang werden die Federn entlastet, um eine bessere Einbauhöhe zu erreichen und dann werden die Bälge auch schon eingesetzt. Bevor man allerdings alles fest montiert und festschraubt, wird das Ganze nochmal auf Dichtigkeit überprüft. 0,5 Bar rein, um auszurichten. Reicht schon. Delta auch, wie gesagt, Druck kommt nicht raus. Passt dann die andere Seite noch und dann können wir das, den Rest verschrauben. Und während wir hier hinten den Holger schon außen am Fahrzeug arbeiten sehen, ist der Markus schon mal reingegangen und bereitet innen alles vor. Und da gucken wir jetzt auch mal rein. Ja, und als erstes macht Markus hier mal Platz für die Steuerung. Die kommt in die Innenkonsole. Man hat bei dem VW Crafter zwei Möglichkeiten, entweder an der Seite des Stuhles das Ganze anzubringen oder jetzt, wie es Markus gewählt hat, eben in der Innenkonsole. Danach wird der Sitz ausgebaut aus zwei Gründen. Zum einen wird hier der Kompressor fest installiert und zum anderen befindet sich bei Markus hier auch die Batterie, wo der Strom angeschlossen wird. Danach wird einfach alles wieder zusammengebaut. Es wird natürlich ordentlich gesaugt und außen war alles dicht und deswegen kann Holger hier in der Zwischenzeit auch schon alles mit dem Drehmomentschlüssel fest verschrauben und die Leitungen ordentlich verlegen und dann kommt die Stunde der Wahrheit. Und hört bitte genau hin, denn das ist wirklich der Originalton, das ist ja auch nochmal wichtig auf dem Platz. Diese Zeit wurde jetzt für 3 Bar benötigt und jetzt noch ein Hinweis generell, mit wie viel Bar ist man so unterwegs. Das liegt natürlich daran, wie das Fahrzeug beladen ist. Im normalen Reiseverhalten wirst du immer so zwischen 1 und 2,5 Bar haben und beim Nivellieren kann man sogar bis zu 3,5 Bar gehen. Dann schaltet das System in diesem Fall ab. Also jetzt ist alles fertig montiert. Meine laienhafte Einschätzung ist, dass, ich sag mal, der Standard gar nicht so kompliziert war anzubringen. Ekelhaft kann es dann werden, wenn es einfach nur darum geht, das ganze Ding an Strom anzulegen, weil das kommt natürlich dann immer wieder darauf an, wie ist das Wohnmobil gestaltet, wie komme ich an den Strom ran etc. Also das ist eigentlich wahrscheinlich wie immer, wenn du irgendwas einbaust, die größte Herausforderung. Und jetzt würde ich sagen, lassen wir die Kiste mal ab, oder Holger? Sind wir fertig? Und dann probieren wir das Ganze mal in der Praxis. Eine Sache müsst ihr noch wissen, nach dem Einbau muss man damit unbedingt noch zum TÜV und das Ganze natürlich abnehmen lassen. Also jetzt fangen wir erstmal mit dem ersten Teil an und zwar dem Teil, was ist jetzt der Unterschied zwischen den Hubstützen und der Luftfederung? Ich kann ja mit der Luftfederung genauso nivellieren. Gebe ich bedingt recht? Also ich kann das natürlich machen, man sieht es jetzt, wir haben hier das Fahrzeug
hochfahren lassen und wir haben es auf dieser Seite mit den Stützen hochfahren lassen. Jetzt muss man natürlich sagen, wir haben vorne jetzt keine Luftfederung drinnen. Da gibt es auch Systeme, es kommt immer aufs Fahrzeug drauf an, da muss man ein bisschen gucken. Aber theoretisch kann ich das ja an allen vier Reifen machen. Dann kann ich auch nivellieren. Aber ihr seht schon den Unterschied. Und in Zahlen ausgedrückt kann man da ganz klar sagen, dass wir hier ungefähr von 2,5-3 cm reden. Man muss allerdings auch dazu sagen, dass das Auto jetzt auch noch nicht beladen ist. Und das macht ja dann auch nochmal einen Unterschied. Da wird uns aber der Markus so freundlich wie er ist, uns nochmal Bilder nachliefern und dann könnt ihr das jetzt nochmal genauer sehen, wie das aussieht, wenn das Auto voll beladen ist. Und das hat der Markus natürlich gemacht. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Auf der linken Seite seht ihr Markus sein Fahrzeug mit der Zusatzluftfederung. Hier haben wir einen Hubweg von circa 2-2,5 cm. Auf der rechten Seite seht ihr mein Fahrzeug mit den Hubstützen. Hier haben wir bis zu 22 cm Weg und das ist natürlich schon deutlich Unterschied. Der Markus hat aber gesagt, wenn das Auto wirklich komplett voll beladen ist, dann schafft er bis zu 4 cm. Und ich habe auf der Autobahn unterwegs noch den Christian von Bus Road Trips getroffen und der war zufälligerweise mit dem Fahrzeug unterwegs, wo er vorne und hinten Luftfederung hatte. Das Wetter war nur so unfassbar schlecht, dass ich es nicht mehr wirklich aufnehmen konnte. Aber er kann mit dem Fahrzeug nivellieren und zwar bis zu 10 cm pro Rad. Und da kommen wir jetzt nämlich gleich zu den Vorteilen. Deswegen habe ich gesagt, man muss aufpassen, diese Systeme miteinander zu vergleichen. Ich mache keine Luftfederung, also nicht primär, um zu nivellieren und auszugleichen, sondern ich mache es in erster Linie, um auflasten zu können und um mit mehr Gewicht komfortabel fahren zu können. Das ist, glaube ich, der größte entscheidende Unterschied. Und genau das war mir auch ganz wichtig, euch nochmal mitzugeben. Und dass das aber ein wirklich richtig geiler Vorteil ist, das werden wir jetzt gleich herausfinden. Das war mir nur nochmal wichtig, um aufs letzte Video zu verweisen, was eben der Unterschied ist. Aber jetzt kümmern wir uns mal drum, was den wirklichen Vorteil und Mehrwert bringt. Zum einen Auflastung. Da können wir euch jetzt nicht viel zu zeigen, aber zum anderen das Thema Fahrkomfort. Und deswegen würde ich sagen, schmeißen wir uns jetzt mal auf eine Runde und fahren da mal ein bisschen rum. Und dann gucken wir uns auch noch mal an, wie man es wirklich bedient. Also, komm mit, wir hocken uns mal rein. So, machen wir jetzt. Er schwimmt nicht mehr so. Das ist schon ein Unterschied. Also, er ist vorher auch nicht groß geschwommen, ne? Aber schon cooler. Yeah! Also du bereust es nicht. Nee, jetzt merkt man es. Jetzt ist echt. Er hätte jetzt nicht gedacht. Das war jetzt. Merkst du das? Ja, mega. Schon krass. Oh, wie geil. Jetzt merkst du das? Ich glaube total ruhig. Das ist wirklich krass. Ich will das auch. Aber du hast es schon richtig gesagt. Ich meine, eigentlich kannst du hochstützen und das nicht vergleichen, weil das ist ein komplett anderes Szenario. Genau, wenn, dann brauchst du halt beides. Genau. Weil die Hubstützen, die schleifen ja total am Zahn. Ne? Richtig. Aber sprüht halt geil Funken. Das kannst du nicht. Also der Markus hat richtig Spaß mit seinen neuen Zusatzluftfedern. Ich kann das leider am Video nicht so richtig rüberbringen oder zumindest ist mir nicht bewusst, wie ich euch das besser präsentieren kann. Da müsst ihr einfach dem Markus vertrauen. Er hat also wirklich Spaß und vor allem kann er jetzt sein Auto mit bis zu 4,4 Tonnen fahren. Reden wir noch kurz über die Bedienung und die ist jetzt mal wirklich denkbar einfach. Du hast das Ganze hier vorne integriert. Das kommt natürlich auch wieder darauf an, mit welchem Fahrzeug du unterwegs bist. Es gibt es bei VW, glaube ich, jetzt entweder hier vorne oder direkt am Sitz. Ich glaube, beim Ducato ist es dann links neben dem Lenkrad zum Beispiel. Und da bringst du die Steuerung an und da siehst du auch einfach nur über die Barzahl, wie viel Luft du jetzt reinpumpst in deine Federung. Und das Ganze geht dann super einfach. Wenn du Luft reinpumpen möchtest, nach oben. Und dann hört ihr auch die Pumpe pumpen und dann kannst du hier auf ein Bar gehen. Du merkst auch gleich, wie er hinten hochfährt. Das ist eigentlich schon witzig. Und ich lasse das Ganze jetzt einfach mal bei 1,5 Bar stehen, weil ich glaube, euch ist jetzt verständlich, wie das Ganze funktioniert. Und die Kreise kannst du natürlich auch einzeln steuern. Das ist dann beim Nivellieren wieder ganz interessant. Wenn du willst, dass dein Duschwasser auch wirklich in den Abfluss fließt, dann kannst du zum Beispiel sagen, du gehst rechts ganz nach oben und links ganz nach unten. Das ist dann alles möglich. Ganz klar, nach unten ist dann wieder ablassen. Und das war's dann auch schon. Also was kann es Besseres geben, als bei perfektem Sonnenschein mit einem neuen Feature an seinem Wohnmobil nach Hause zu fahren? Markus, Glückwunsch. Ich glaube, es hat sich rentiert, oder? Das kann man super. Jetzt schon sagen. Ja, war toll. Ich freue mich trotzdem, wenn du uns im Nachgang nochmal ein paar Bilder schickst und ein paar Eindrücke, dass ich das nochmal mit einfließen kann in das Video. Sehr schön, vielen Dank.
Ja, und jetzt liegt es an euch. Wenn ihr noch Fragen habt, dann hackt gerne in die Tasten, schreibt unten in die Kommentare, dann versuche ich so schnell wie möglich zu beantworten. Ansonsten wäre ich so frech und würde es Markus weiterleiten oder hier den Jungs und Mädels von Allround. Die sind bestimmt auch hilfsbereit, ne? Also so schätze ich die ein. Also insofern, glaube ich, kriegen wir da auf alle Fälle Hilfe. Und all eure Kommentare, eure Hinweise, eure Erfahrungen vielleicht auch. Ich würde mich riesig drüber freuen. Das hilft uns am Ende ja wirklich allen. Und ja, jetzt bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer vielen Dank an dich, Markus, dass ich hier dabei sein durfte, danke dass ich dir über die Schultern schauen durfte. Hat Spaß gemacht. So. Immer gute Fahrt. Und gerne auch ein Like da lassen. Das ist für mich immer eine Mordsmotivation, weiter solche Videos zu machen. Das will ich auch gerne tun. An der Stelle schon mal herzlichen Dank. Und wenn du kein Video mehr verpassen willst und es noch nicht gemacht hast, du vogelwild bist, dann abonniere sehr gerne den Kanal. Drück auch gerne die Glocke, dann verpasst du kein Video mehr bei Fan4Van. Und damit würde ich sagen, machen wir uns jetzt wieder alle auf den Weg. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei dir. Ich bedanke mich auch nochmal bei den Jungs und Mädels von Around, dass ich hier dabei sein durfte und wünsche euch jetzt, egal ob ihr mit Luftfederung, mit Hubstützen, mit was auch immer ihr unterwegs seid, habt einfach nur eine gute Zeit, immer schöne Reisen und kommt vor allem gesund und glücklich wieder zurück. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich drauf. Bis dahin, alles Gute, euer Markus und der Markus. Der Markus. Einfach. Tschüss. Ciao.